Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play also Penumbra, ne, ich war im Halbschatten. Kann kaputt gegangen sein, als ich den Turm wieder aktiviert habe. Wir waren hier in diesem Eck hier liegen geblieben und gucken wir, was das ist. Schaut aus wie eine Art Ausschachtung, allerdings weniger nach professionellem Bergbau. Keine Ahnung, wer von diesem Nebel kommt, aber ich werde sicher nicht näher dort rantreten und die Sache auf den Grund gehen. Da oben sind Spinnen. Und warum ist man da hoch? Egal, erstmal ein Bericht. Okay, können wieder pausieren. Hier pausieren. Pausieren. Nein, scheiße. Seite 4. Ja, das ging darum, so Testberichte zufolge und was für Tests hier durchgeführt worden sind, ob die geklappt haben oder nicht. Mir auch eigentlich gar nichts. So, müssen die Leiter aus dem Feuchtloch, dort oben kommt ein Windzug. Alles in anderen besonders eingeladen, um die hier unten, im Gegenteil. Leiter dran. Kann man die Leiter da oben irgendwie dran befestigen? Ja, und jetzt noch die, oder? Na, ja, das geht wohl nicht. Müssen wir uns einen Weg nach oben bauen. Dieses Hütchen könnte uns helfen. Ah, sauber. Wow, sind runtergefallen, oder? Nö. Oh Gott, Spinneier. Oh Gott, Spinneier. Oh Gott. Oh. Oh. Er ist nicht gesprungen. Achso, wir sind hier gut. Nein, oh Gott. Oh Gott, ich bin verwundet. Ich will sterben. Ah. Philipp, oh. Oh. Oh Gott. Bin voll angeschlagen. Aha. Ah, gut. Du Arschloch!
Ja. Du verdammtes Arschloch, ey. Verarscht er mich hier voll. Entweder ist die verschlossen oder wenn etwas blockiert. Verdammt. Gott, ey. Boah, wenn ich den Jünger umtrete, kriegt erstmal eine saftige Spitzhacke in die Fresse. Weil mich verarscht keiner, ja. Die ganze Einrichtung fällt langsam aber sicher auseinander. Jo. Übel Dörfleisch. Bin das was? Ah, gut. Lord Dread muss auch noch hier einen Kanister mit Treasure finden. Der sollte hier irgendwo rumstehen. Ja, wo? Können wir das kaputt machen? Jo. Oh, da wird es, glaube ich, weitergehen. Da geht's weiter. Da geht's hoch. Oh. Ah, das Speicher. Erstmal speichern, ey, boah. Oh, nein, nein, nein. Böser Stuhl. War es auch nichts? Aber da. Okay, passiert. Einfach mal. Bum, 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 bum. Hier. Drei. Scheiße. Hatte vier. Der 5 und Seite 6. Ja, in diesem Bericht ging es darum, ich habe selbst erstellt alles selber, weil ich ja wissen, was da passiert. Und ich habe also die Berichten über die Götter und Geister Grönlands und was es für Götter sind, Gott, Tungeits und noch vieles, vieles mehr. Also, was ist das hier? Ist das die Tür, die versperrt war? Kann man irgendwie das Gas damit ausmachen? Nö. Das für eine Tür? Jo, das war die Tür, die versperrt war. Und so ein Müll, das die ganzen Götter da in Grünland leben. Sieht mir aus wie so ein, what the, sieht so aus wie so ein Rätsel, dass man damit, glaube ich, da oben hoch kann. Ja, werden wir mal sehen. Schalter, was bist du? Okay, hoch und runter. Das ist raus und reinfahren. Und das ist, okay, nach da, bitteschön. Bis noch. Da. So, jetzt. Du kommst mit kurz mit nach oben. So hier. Cool. Ja, dann beende ich hier oben einmal den Part. Dann sehen wir uns nächsten Teil von Let's Play Penumbra im Halbschatten. Ciao.